Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Begleitet von Frau Flummi im Katzenbaum möchte ich heute mit euch über meine Neuzugänge aus dem Juli sprechen. Und auch wenn es draußen gerade eher herbstlich anmutet, ja, sind doch so ein paar Bücher auch sommerlicherer Natur im Juli bei mir eingezogen. Und nein, es ist nicht nur das eine Buch, was ich euch im Thumbnail gezeigt habe, aber es ist tatsächlich das einzige haptische Buch, was bei mir eingezogen sind. Insgesamt sind im Juli 11 Bücher bei mir eingezogen und es ist definitiv mehr gelesen als gehört. Ich glaube, aktuell bin ich beim 13. Buch und beim 14. Hörbuch, also ich habe auf jeden Fall diese Challenge geschafft. Mal wieder mehr gelesen als gekauft oder mir zugelegt. Auch ja, diese 50-50-Gleichung, dass ich möglichst ja, 50% haptische Bücher, 50% digitale, habe ich mehr als erfüllt, denn es ist wirklich nur ein echtes Buch eingezogen. Es sind 6 E-Books eingezogen und 4 Hörbücher. Und ja, das macht mich insgesamt doch sehr glücklich. Ich bin auch mit Kleinigkeiten glücklich zu stellen. Und ja, dementsprechend freue ich mich, euch jetzt die 11 Bücher vorzustellen. Ihr findet alle 11 Bücher unten in der Infobox, zusammen mit dem Link auch zu Thalia. Wenn ihr da weitere Informationen möchtet, ich ja, verlinke euch unten oder zeige euch auch an, was ein Rezensionsexemplar ist, wenn ich es irgendwie jetzt vielleicht hier vergesse, dann auch mit zu erwähnen. Und ja, ich glaube, soweit alles an Informationen findet ihr da unten. Also schaut da gerne mal in der Infobox vorbei. Ja, wir starten mit dem ersten Buch und ja, es ist ein E-Book, was mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, nämlich Frau Komachi empfiehlt ein Buch von Michiko Aoyama. Und ja, das hat mich natürlich direkt angesprochen, zum einen vom Cover, zum anderen ist es ein Bestseller aus Japan. Es geht um eine Bibliothekarin, die verborgene Wünsche erkennt und es soll eine Lektüre sein, die das Leben verändert und ein Buch, das großes Leseglück beschert. Ja, ich bin sehr neugierig geworden und war sehr happy, als ich dieses Buch bei NetGalley gefunden habe und als E-Book anfragen konnte. Es geht um 5 Geschichten, 5 Schicksale, persönliche Umwege, mutigen Entscheidungen und der heilenden Kraft der Bücher. Und das würde ich schon direkt nickend auf jeden Fall zustimmen. Wonach suchen Sie? Diese Frage stellt Sayuri Komachi allen Besuchern in ihren kleinen Gemeindebibliothek in Tokio. Und sie meint die Frage durchaus im übertragenen Sinne, denn die weiße Bibliothekarin spürt genau, wonach die Menschen im Leben suchen. Von der rastlosen Verkäuferin, die mit ihrem Job hadert, dem schüchternen Buchhalter, der davon träumt, ein Antiquitätengeschäft zu eröffnen, oder der frisch gebackenen Mutter, die sich zwischen Beruf und Familie aufreibt. Sie alle befinden sich in einer Sackgasse. Und alle führt es früher oder später zu Frau Komachi in ihre Bibliothek. Über ihre überraschenden Buchempfehlungen haben ungeahnte Folgen. Die Lektüre entpuppt sich als Katalysator für eine andere Denkweise und eröffnet neue Wege. Und letztlich hilft sie den Besuchern, ihre aktuelle Lebenskrise zu meistern. Denn Frau Komachi weiß, Bücher haben magische Kräfte und sind eine verlässliche Quelle der Inspiration. Ich fand den Klappentext wirklich richtig schön. Ich finde es sehr ermutigend zu lesen, dass eben Bücher diese Wirkung haben können, dass sie uns etwas geben, etwas zurückgeben vielleicht und dass wir daraus etwas mitnehmen. Ich hoffe auch sehr, aus dieser Geschichte etwas mitzunehmen. Es erinnert mich ein bisschen an einen meiner ja, liebsten ja, Romane, es war es 18, 17, und zwar ist das Der Herzensräuber. Da ging es ja um einen Hund, der im Grunde in dem Antiquariat seines Herrchens die Leute zu den Büchern oder an die Regale geführt hat, wo er gespürt hat, da suchen die etwas. Und das erinnert mich so ein bisschen, bin aber natürlich sehr gespannt, wenn es hier wirklich irgendwie Buchtipps gibt oder Buchempfehlungen, ob wir die dann hier überhaupt kennen oder ob es sich sehr auf japanische Literatur konzentriert, ob das überhaupt ein Thema sein wird. Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich auf die 5 Geschichten und hoffe, dass ja, wir hier auch ein bisschen was ja, als Nicht-Betroffener in dem Buch sozusagen mitnehmen können. Das erste Hörbuch im Monat habe ich auch schon gehört, und zwar The Unhoneymooners von Christina Lauren. Werde ich auf jeden Fall auch im Büchermonat besprechen. Ich fand das Cover einfach super ansprechend. Wir haben als Location Hawaii, denn wir haben hier ja, im Grunde unsere Protagonistin Liv, die eine Zwillingsschwester hat. Die hat total viel Glück, gewinnt in Gewinnspielen, hat einen tollen Partner, einen tollen Job. Alles läuft ihr irgendwie nach, während sie selber eher so ein bisschen der Unglücksrabe in der Familie
ist. Und dann heiratet ihre Zwillingsschwester und ja, allerdings läuft es da beim Buffet nicht ganz so gut. Zusammen mit dem Bruder des Bräutigams ist sie aber die einzigen beiden, die ja dieses Buffet im Grunde überleben und nicht an einer Fischvergiftung oder an irgendwas erkranken. Und ja, da eben ihre Schwester die Reise gewonnen hat und auch nur ihre Schwester eigentlich die Reise antreten kann, springt sie eben als Zwillingsschwester ein und reist eben mit dem ja etwas verhassteren Bruder sozusagen als Ehepaar getarnt nach Hawaii in ein Resort und lässt es sich da gut gehen. Wären da nicht so ein paar Begegnungen und andere Dinge und natürlich auch die Tatsache, dass die beiden sich ja scheinbar eigentlich gar nicht mögen und sich als Brautpaar ausgeben müssen, ja, könnte das ganz spannend werden. Und mich hat das auf jeden Fall sehr angesprochen. Es klang nach einem sommerlichen Buch. Zudem sind wir in Hawaii unterwegs und ich hatte die Möglichkeit, BookBeat über ja, eine E-Mail, so eine Zurück, ja, wir freuen uns, wenn du mal wieder reinhörst, Aktion, habe ich ja BookBeat in dem Monat auch für 1 Euro gehört und habe das einfach genutzt und ja, fand das auf jeden Fall von der Story richtig gut klingend und wie ich es dann abschließend bewertet habe, seht ihr im Büchermonat. Auch das nächste Buch war im BookBeat-Abo sozusagen mit drin. Es hat von den Stunden tatsächlich auch ganz gut hingehauen. Und zwar ist das Magic Fire von Helen Harper. Das ist der 4. Teil der Firebrand-Saga und ich bin ein großer Fan von Helen Harper. Ich mochte schon die Hexfiles. Ich finde jetzt auch diese Firebrand-Reihe richtig, richtig toll. Ich habe es, wie gesagt, auch schon gehört, werde da im Büchermonat dann auch ein bisschen darüber sprechen. Es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, über den 4. Band zu sprechen und über den Fall weiß ich ja doch so ein paar Dinge. Einfach in der großen Geschichte, der lange, große rote Faden zieht sich natürlich so ein bisschen durch. Aber ja, wir sind hier ja im Grunde in einer Urban-Fantasy-Welt, wo aber die Fantasy, diese magischen Lebewesen wie Vampire, Werwölfe und so weiter, gar nicht so magisch sind, sondern einfach ganz normal im Alltag mit unterwegs sind und wir hier ja im Grunde auch ihre Zeit begleiten, als sie eben in diesem Supernatural Squad im Grunde anfängt und sich so die ersten ja, Fälle im Grunde gelöst werden sollen. Auch hier haben wir einen spannenden Fall, der in ihre Vergangenheit auch zurückblickt, auch ja im Grunde in den Ort, ja, wo im Grunde ihre Eltern damals verstorben sind und bekommen da ein bisschen mehr Einblick zur Vergangenheit, wie sie so wurde, wie sie wurde, was sie auch zu dieser Polizeiausbildung geführt hat. Und ich mag den Stil von Helen Harper super gerne und ich mag diese Reihe, die so ein bisschen Fantasy, Krimi, cozy ist und das macht mir einfach Spaß und ja, da habe ich mir auch den 4. Band dann gegönnt. Dann, mein Abo bei Audible habe ich sozusagen verbraucht für ein kleines Stück von Afrika. Hoffnung ist der 2. Teil von Christina Ray. Den 1. Teil habe ich ja auf den Malediven im Januar gehört und war für mich ja wirklich ein überraschendes Highlight und das Buch habe ich jetzt noch nicht gehört, ist auch ein 2. Band. Und es geht hier wohl aber tatsächlich nahtlos weiter. Wir haben hier ja eine junge Frau begleitet nach Kenia, eigentlich zur Großwildjagd mit ihrem Vater, wo sie ja im Grunde auch auf Safari unterwegs war, da aber eher dachte, sie möchte keine Tiere erschießen, sondern möchte sich dafür einsetzen, dass man eben Safaris ohne Schießerei, ohne tote Tiere, sondern nur zum Anschauen sozusagen, ja, umentwickelt. Und es gab ja dann auch den Chef sozusagen dieser Lodge, dieser Safari-Führer, mit dem sie dann zusammenkommt, den sie heiratet, der aber auch so ein bisschen eher auf Trophäenjagd war. Dann kam, ich glaube, der Erste Weltkrieg, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben hier in Kenia natürlich nicht nur das Thema, was auf der Welt passiert, sondern auch, was natürlich ja im Grunde in Kenia passierte mit der, ja, mit Großbritannien als Obermacht, wenn wir auch diese Rassismusthemen haben, überhaupt diese ganze Apartheid, die da herrschte und ja, wie man im Grunde damit ja umgegangen ist, was das eben auch bedeutet, wenn ja eine weiße Frau überhaupt auch als Frau hier eben auch etwas zu sagen hat. Gleichzeitig hat man natürlich auch die Berater drumherum, die dann eben aus Kenia selbst sind und was es da für Konflikte gibt. Und ich habe hier Kenia ganz oft gespürt, obwohl meine Reise nach Kenia ja auch schon über 25 Jahre her ist. Ich habe da vieles wieder vor Augen geführt bekommen. Ich fand das richtig toll erzählt. Ich fand, dass auch diese Safari richtig gut rübergekommen ist und dieses Gefühl, dass man eher Tiere natürlich schützen möchte, als dass man sie schießt. Also, wisst ihr, wenn ihr hier öfter unterwegs seid auf meinem Kanal, da stehe ich absolut dahinter. Und ich freue mich sehr auf den 2. Teil und hoffe, dass er mich auch so begeistern kann, ja, wie der 1.
Dann ist von Marie-Louise Ritter vom Glück allein zu sein bei mir eingezogen, auch als Rezensionsexemplar. Und es soll hier so ein bisschen um den Unterschied gehen zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Und es ist auch geplant, dass ich das Buch zusammen mit einer lieben Freundin dann im August lese. Dementsprechend wurde es jetzt im Juni einfach noch nicht angegangen. Marie-Louise Ritter nimmt uns als Leser mit an verlassene Strände und auch auf belebte Straßen, erzählt von fernen Orten und einsamen Abenden in ihrer Wohnung und vom Glück, ganz bei sich selbst zu Hause zu sein. Und es soll ein Ausbruch aus gesellschaftlichen Rastern sein und ein großes Ja zu Mut und Eigenständigkeit. Und ich bin ein großer Fan geworden, von Dingen allein zu machen, was eben wirklich nicht bedeutet, dass ich einsam bin. Also ich war ja auch schon des Öfteren allein im Urlaub und habe mich da an keinster Stelle einsam gefühlt, sondern habe mir natürlich da auch immer die Frage gestellt, was wäre die Alternative, dass ich wirklich zu Hause einsam sitze, bevor ich mir eben draußen allein eine schöne Zeit mache. Und ich habe auch im Freundes- und Bekannteskreis 3, 4 Leute, die so ein bisschen dahinter gekommen sind, dass es ganz schön ist, mal allein ins Kino zu gehen, allein in einen Kaffee zu gehen, allein was essen zu gehen, auf ein Konzert zu gehen und so weiter. Und es ist immer super spannend, was das so in uns ein bisschen bewirkt. Und der Klappentext besagt, fast alles, was wir zu zweit machen, können wir auch allein. Die Welt bereisen, aufwendig kochen, frische Blumen kaufen. Warum fühlt es sich dann oft komisch an? Leben wir etwa nur für andere? Oder macht es unsere Erlebnisse wertvoller, wenn wir sie mit jemandem teilen können? Und ich bin sehr gespannt, was mir Marie-Louise Ritte hier so ein bisschen mitgibt. Also ich gehe davon aus, dass es ein sehr starkes Ja ist zum mach einfach dein Ding, mach es alleine und teile es vielleicht einfach im Nachgang mit deinen Freunden. Und ich bin ein großer Fan davon, etwas auch allein zu machen, bevor ich es gar nicht mache. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was Marie-Louise Ritter mir hier so ein bisschen erzählen möchte. Dann ist eingezogen, Lebe, als gäbe es kein Morgen von Charlotte Theiler, ist der erste Teil der Insel der Wale-Reihe. Habe ich, glaube ich, bei Thalia entdeckt als E-Book für 4 Euro, also 3,99 €. Und da musste ich dann einfach zugreifen, weil ich habe das Buch schon auch mal in der Thalia-Buchhandlung in der Hand gehabt, habe es dann auch abfotografiert und wie es dann manchmal so ist, landet es irgendwo auf dem Handy und man erinnert sich nicht. Und als ich es dann gesehen habe und es hieß dann, es ist ein Liebesroman voller Gefühl und mit wichtigen Themen fesseln, bewegend und fürs Herz, dachte ich, das ist eigentlich noch perfekt jetzt irgendwie für den Sommer, Juli, ja, August und September kann es ja durchaus auch noch sommerlich sein, wenn nicht gar es vielleicht ein Buch ist, was ich in meinen Ägyptenurlaub dann irgendwann im Oktober mitnehme. Ja, zwei Menschen, eine Leidenschaft, Orcas, aber reicht das, um die tiefen Wunden beider zu heilen? Wale sind Reed Archers große Leidenschaft und zusammen mit seiner 13-jährigen Tochter Grace sein ganzer Lebensinhalt. Nach einem tragischen Schicksalsschlag fühlt er sich endlich bereit für eine neue Liebe. Wenn die Vergangenheit nicht ruhen will, können Rückschritte auch Fortschritte sein. Kiona Brooks will zurück in ihre Heimat, endlich alte Wunden heilen und herausfinden, was genau die Orcas ihr zu sagen haben. Eine abenteuerliche Kajaktour zu den Walen vor der Küste Vancouver Island schweißt die beiden auf unwiderstehliche Art zusammen, doch wollen sie auch dasselbe. Finde ich sehr spannend. Ich bin ein großer Fan vom Meer, vom Wasser, von Orcas, auch von Haien und von Delfinen und Schildkröten und so weiter. Dementsprechend freue ich mich so ein bisschen auf dieses Wahlthema in der Geschichte und auch auf die zwei ganz unterschiedlichen Menschen. Und bin einfach neugierig, was mich in der Geschichte erwartet und freue mich da definitiv aufs Lesen. Vom Verlag wurde mir zur Verfügung gestellt der Knochensplitterpalast, der Auftakt einer Trilogie. Der Auftakt heißt Die Tochter und ist von Andrea Stewart. Ich bin da irgendwie über den zweiten Teil gestolpert, der, glaube ich, jetzt im Juni auch rausgekommen ist. Und fand das super spannend und dachte, ja, eine Trilogie. Erst habe ich mir so überlegt, will man wirklich noch eine Reihe anfangen? Aber es soll die große High-Fantasy-Saga aus den USA sein. Und es klang einfach richtig gut, sodass ich mich sehr gefreut habe, als ich vom Verlag dann das Hörbuch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wir haben hier Lin. Sie ist die Tochter des Kaisers und Erbin des Phönixreiches. Ihr tyrannischer Vater jedoch versklavt seine Untertanen und erschafft schreckliche Monster. Mithilfe der geheimnisvollen Knochensplitter-Magie. Doch die Gabe, diese zu wirken, hat Lin durch eine Krankheit verloren. Und seitdem versucht ihr Vater, sie als Thronfolgerin zu entmachten. Gefangen in einem Palast voller Geheimnisse und verschlossener Türen, will Lin heimlich die Knochensplitter-Magie wiedererlernen, um ihren grausamen Vater und seine entsetzliche Kreation zu stoppen. Doch als die Revolution die Tore ihres Palastes erreicht, muss Lin entscheiden, ob sie ihr Geburtsrecht einfordert oder ihr Volk Recht. Und es soll der Auftakt einer fesselnden High-Fantasy-Reihe sein, in der eine starke Frau über Sieg oder Niederlage eines Reiches entscheiden muss.
Und ich habe bisher meistens sehr gute Erfahrungen mit starken Protagonistinnen gemacht. Also gerade wenn ich an Nevernight denke oder ja, auch Elias und Laia, zumindest auch der Laia-Part war sehr stark, wenn ich an die Reihe von Mary Lou denke, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Oder auch Krisha, ne, das war ja auch wirklich eine ganz starke Protagonistin. Und ich freue mich darauf. Ich bin sehr gespannt, freue mich aufs Hören, jetzt auf jeden Fall dann auch im August. Und ich glaube, der zweite Teil ist im Juni erschienen und der dritte hatte auch schon ein Erscheinungsdatum. Und dementsprechend, ja, könnte man dann alles vielleicht so recht nah beieinander sich dann auch anhören. Dann bin ich über ein Buch gestolpert von Caro Lindon. Und zwar geht es um Cornwell-Träume im kleinen Katzencafé. Und zwar bin ich irgendwie aufmerksam geworden auf Caro Lindon. Ich glaube, sie ist auch eine Self-Publisherin. Und dass ein vierter Teil im September erscheint, wo es, glaube ich, so ein bisschen um Weihnachten schon geht oder winterlich. Und dann fand ich, ach, das merkst du dir mal vor und habe dann irgendwie recherchiert und dachte, ach Mensch, der erste Teil ist als E-Book auch für 3,99 erhältlich. Hol dir doch erstmal den ersten Band und starte mit diesem Katzencafé, bevor ich dann eben irgendwie ins Winterliche ab September übergehe. Und es ist die Cornwall-Sehnsuchtsreihe und ich finde, man kann auch immer mal wieder nach Cornwall reisen. Oh mein Gott, finde ich auf jeden Fall auch richtig spannend und interessant und mich hat auch der Klappentext ja angesprochen. Ja, wenn das Leben nicht nach Plan läuft, muss man neue Wege gehen. Holly hat alles auf eine Karte gesetzt und ist nach New York gezogen, um dort Karriere als Architektin zu machen. Doch ihr Leben ist nicht so, wie sie es sich erträumt hat. Als sie einen Brief aus Cornwall erhält, ändert sich alles. Hollys Großtante hat ihr ein Cottage vererbt, allerdings unter einer Bedingung. Holly soll ein Katzencafé aufbauen. Dabei kann sie weder kochen noch backen und mit Katzen hat sie eigentlich auch nicht so richtig am Hut. Doch mit der Hilfe des charmanten Surfers Cooper und des brummigen Handwerkers Niklas wächst Holly über sich hinaus. Kann sie ihr Glück finden und das Katzencafé zum Erfolg führen? Ein herzerwärmender Wohlfühlroman, der zum Träumen, Lachen und Verlieben einlädt. Tauche ein in Hollys Abenteuer und erlebe, wie sie lernt, dass das Leben manchmal unerwartete Überraschungen bereithält. Und ich bin ein großer Katzen- und Tierfreund und ich finde auch die Idee eines Katzencafés super spannend. Habe auch schon mal einen in Köln besucht und solange das alles für die Katzen funktioniert und gut ist und sie ihren Rückzug haben, bin ich da tatsächlich die Letzte, die das irgendwie schlecht findet. Vor allem war es, glaube ich, in Köln sogar so, dass die Tiere dann auch noch hätten, also manche zumindest auch vermittelt hätten werden können. Nicht alle, ich glaube, es gab so einen festen Kern. Und das finde ich natürlich eigentlich auch schön, Menschen, vielleicht Tieren einfach so auch ein bisschen näher zu bringen. Aber ich freue mich darauf, fand auch den E-Book-Preis hier für 3,99 oder knapp 4 Euro auf jeden Fall super. Und wenn mir die Reihe gefällt, dann denke ich, werde ich da auf jeden Fall auch weiterlesen, weil es natürlich auch diese Wohlfühlromane funktionieren natürlich bei mir eigentlich am besten so zum Hören und auch meist so im Frühling, Sommer. Aber warum nicht auch ein bisschen sowas in den Herbst, Winter mitnehmen, beziehungsweise finde ich ja dann Winter, Weihnachtsgeschichten auch ganz schön. Und ja, habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, dass das vielleicht dann auch zeitnah gelesen wird. Das nächste Buch ist dann auch erschienen im Juni, war auch schon eine spannende Neuerscheinung, die ich in meinem Video, drei Bücher, auf die ich mich im dritten Quartal freue, an erster Stelle genannt und es gab das E-Book zum Einführungspreis von nur 5 Euro, das Mädchen, das in den Wellen verschwand von Axie O. Und ich habe erst lange rum überlegt, ob ich mir nicht das echte Buch hole, im Sinne von, ich vermute da vielleicht irgendwie ein Highlight, aber sollte es ein Highlight werden, könnte man sich das echte Buch ja immer noch nachkaufen und ins Regal stellen. Bei 5 Euro fürs E-Book, finde ich, macht man ja auch nichts falsch. Und ich habe die Kommentare gelesen unter meinem Video und da fanden das ja einige ganz spannend. Und es ist ja wohl der zweite Roman von der Autorin. Ursprünglich kam von ihr XOXO, was ich gar nicht irgendwie kannte oder auf dem Schirm hatte oder vor Augen habe. Aber ich freue mich auf das Mädchen, das in den Wellen verschwand. Zwischen Sturm und Schicksal. Jedes Jahr wüten in Minas Heimat tödliche Stürme. Und jedes Jahr wird das schönste Mädchen in die Fluten geworfen. Denn eines Tages, so die Legenden, soll die wahre Braut des Meeresgottes auserwählt werden und den Unwettern ein Ende bereiten. Doch dieses Jahr greift Minas Bruder in das Ritual ein und gerät dabei in Lebensgefahr. Um ihn zu retten, opfert Mina sich freiwillig. Im Reich der Geister stellt sie allerdings fest, dass auf dem Meeresgott ein Fluch liegt und ihr nur 30 Tage bleiben, um ihn zu brechen und die Stürme für immer zu beenden. Es soll eine atmosphärische Fantasy-Welt haben,
haben. Es ist ein New York Times Bestseller und wir haben hier eine koreanische Mythologie und eine Welt voller Magie, Wunder und Romantik. Und ja, wir sollen hier die Geisterwelt Koreas zum Leben erwecken. Und ja, es ist das Retelling der Sage um Shim Cheong mit Female Empowerment, Abenteuer und ein Highlight für alle Fantasy-Fans. Ich bin sehr gespannt, ob es auch für mich als Fantasy-Fan ein Highlight wird, ob es mich begeistern kann und bin schon sehr, sehr, sehr neugierig auf diese Geschichte. Das nächste Buch habe ich auch von NetGalley, also vom Verlag, zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar ist es, glaube ich, auch eine Neuerscheinung aus Juni oder vielleicht sogar schon Mai, bin ich mir gerade nicht sicher. Und zwar von Sharon Gosling, Lighthouse Bookshop. Und auch hier haben wir natürlich das Bücherthema und was soll ich sagen? Dann auch noch ein Leuchtturm, also mit mehr kann man mich ja gefühlt gar nicht glücklich machen. Vor 5 Jahren ließ Rachel ihr altes Leben zurück und fand ein neues Zuhause in einem Leuchtturm, der meilenweit von der schottischen Küste entfernt steht. Im Innern der alten Gemäuer, die den Sturmfluten der Nordsee widerstehen könnten, befindet sich ein liebevoll geführtes Antiquariat. Eines Tages betritt Toby, ein ehemaliger Kriegsreporter, den Leuchtturm. So wie einst Rachel ist er auf der Suche nach einem Zufluchtsort. Der Ausreißerin Jilly, die wenig später in der Buchhandlung auftaucht, dient der Turm erstmal nur als trockene Bleibe. Sie alle sind von der Vergangenheit gezeichnet, doch mit der Zeit beginnen sie Vertrauen zueinander zu fassen. Als der Besitzer des Turms an einem Herzinfarkt stirbt, verliert die neu gefundene Gemeinschaft nicht nur einen Freund, es droht auch der Verkauf des Leuchtturms. Mit vereinten Kräften kämpfen sie für den Erhalt ihrer neu gefundenen Heimat. Und das klingt einfach super schön, sehr entzückend und auch nach so einer Gemeinschaft, die sich, glaube ich, nicht gesucht hat, aber gefunden hat und eben auch in jedem etwas findet, was eben gerade für sie selbst gebraucht wird. Und ja, hoffen wir einfach, dass wir hier diesen Leuchtturm retten können, der natürlich auch so ein bisschen mit Büchern eine Rolle spielen wird. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und das letzte Buch des Monats ist dann auch ein Rezensionsexemplar in haptischer Form. Das Buch wird gerade gelesen und liegt in der Nähe meines Bettes, weil ich es lese, ist gerade mit einer ganz lieben Freundin. Anita, ganz liebe Grüße an dich. Wir sind da gerade ganz aktiv im Austausch, haben auch schon ein bisschen was über die Hälfte. Das ist auch kein sehr dickes Buch. Und zwar ist es Nagomi von Ken Mogi. Und ja, ich bin ein großer Fan von japanischen Lebens- und ja, Weisheiten, Lebensweisheiten und Weisheiten und Traditionen. Und so hat uns auch Nagomi angesprochen. Im Juni ist, glaube ich, jetzt das Taschenbuch erschienen und so sind wir auch drauf gestoßen. Der Dumont Verlag war aber so lieb, mir das Hardcover zu schicken auf meine Anfrage hin. Und es war seit langem mal wieder das erste Mal, dass jemand mir wirklich eine Karte mitgeschickt hat, einen lieben Gruß drauf geschrieben hat. Das bin ich sonst eher von kleineren Verlagen gewöhnt. Also zum Beispiel auch von dem Reisebuch, was ich letztens hatte vom Conbook Verlag, da ist auch immer eine kleine Nachricht dabei, aber von einem großen Verlag bin ich das gar nicht mehr gewöhnt, dass man da eine kleine Nachricht bekommt. Fand ich super schön, super lieb, hat mich sehr gefreut und ja, es ist, wie auch schon gesagt, vom Dumont Verlag. Es ist der japanische Weg zu Harmonie und Lebensfreude und dieses Buch beschreibt eben das Konzept, wie man Balance in sein Leben findet, wie man Dinge ausgleicht und eben dann dieses Nagomi auch lernt. Denn wer Nagomi erreicht, der kann positive und negative Elemente des Lebens in Balance bringen. Denn Japaner sind bekannt für ihre Ausgeglichenheit, Kunstfertigkeit, für Konzepte wie Kintsugi, Wabi-Sabi und Ikigai, wo ich auch schon 2 der 3 genannten kenne. Dahinter steckt ein im japanischen Alltag fest verwurzeltes Prinzip, die ganzheitliche Lebensphilosophie Nagomi. Der Hirnforscher Ken Mogi bringt uns als erster Japaner diese Lebensphilosophie nahe und gibt authentische Einblicke in die Kultur seines Heimatlandes. Anhand zahlreicher Beispiele erklärt er, wie man Nagomi und damit Lebensfreude, Harmonie und Gesundheit erlangen kann. Und das macht er wirklich in sehr unterschiedlichen Bereichen. Es geht beim Essen los, geht weiter über Beziehungen, geht über das Ich und all die Dinge, wie wir eben in diesen Bereichen ja im Grunde das, diese Lebenszufriedenheit finden können. Es ist kein Ratgeber, wie wir Glück finden oder das Leben besser wird oder was auch immer. Das schreibt er auch ganz deutlich rein, sondern er versucht wirklich mit dieser Balance, mit dieser Lebensweisheit, mit diesen Lebenstraditionen im Grunde hier auch was zu erzählen. Und ja, bisher gefällt es mir ganz gut. Bin sehr gespannt, was wir abschließend sagen und ob wir uns dann dem ein oder anderen ja, im Grunde hier nochmal anschließen, was er auch in den Büchern ein bisschen erzählt hat. Er hat wohl auch ein Buch über Ikigai geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das haben wir nicht gelesen. Ich glaube, wir haben
einen anderen Autor zu dem Thema gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann haben wir noch Petra Huber. Sie hat das Buch übersetzt aus dem Englischen und hat es auch lektoriert. Und dann haben wir auch noch Sarah Riffel, die ebenfalls das Buch mit übersetzt hat und dafür auch schon einen Preis bekommen hat. Und ja, er ist Neurowissenschaftler und ja, bisher liest es sich richtig gut, wird auf jeden Fall auch noch im Büchermonat Juli, wir sind ja im Juli. Oh Gott, habe ich vorhin auch schon Juni gesagt? Nein, wir sind natürlich im Juli. Ein bisschen wirr. Ich finde meinen Faden gleich wieder. Werde ich auf jeden Fall auch im Büchermonat berichten, denn das wird auf jeden Fall auch noch bis Montag beendet sein. Dann müsste ja der 31. sein und ja, bin da sehr gespannt, wie es uns abschließend gefällt. Ja, das waren sie jetzt, die 11 Bücher aus dem Juli. Ganz wichtig. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Buch ja auch schon gelesen. Dann schreibt mir gerne, wie ihr es fandet, in die Kommentare oder ob eins der Bücher vielleicht auch bei euch eingezogen ist. Gerade bei den Neuerscheinungen könnte es ja durchaus so ein bisschen Ähnlichkeiten geben. Oder welche Bücher bei euch eingezogen sind, die ihr vielleicht auch schon gelesen habt und sagt, das war ein Highlight, Steffi, das muss demnächst auch bei dir einziehen. Lasst uns da super gerne in den Austausch gehen in den Kommentaren. Alle Bücher findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Freut euch auf den Büchermonat, wo ja das ein oder andere Buch aus dem Video dann auch schon besprochen wird. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.